Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloodborne mit dem Sebastian. Was geht? Und dem Fabio. Also, wir waren ja hier beim letzten Mal, hatten da den freshen Jäger auf dem Turm, dort oben, mit der Minigun gekillt. Und hier war ja, hat uns ja dann noch, hat ja noch ein Jäger auf uns gewartet. Und ja. Als wäre einer schon nicht genug. Und auf jeden Fall hatten wir gesagt, dass wir oben die Leiter hochgehen wollten, um zu gucken, was da so ist. Aber es war halt einfach nur ein kürzerer Rückweg, also nichts Besonderes. Da oben ist sogar die Ecke gewesen, wo wir waren, wo wir den zum ersten Mal so auch auf uns geschossen hat mit seiner Minigun. Und es ist einfach nur ein kürzerer Weg. Wir haben jetzt auch dann unsere Blutechos ausgegeben, uns auch ein bisschen geskillt und diesen feschen Mantel gekauft mit Einsicht. Da wir einen Brunnen in der Traumwelt haben, den wir euch noch nicht gezeigt hatten, der sich öffnet, wenn man, ich glaube, 10 Einsicht hat. Genau, Ab 10 10 Einsicht. Einsicht sind da so kleine Monster drin. Und dann kann man sich für Einsicht bis jetzt zumindest so auch so neue Sachen kaufen, wie jetzt keine Waffe, aber zumindest hier Mantel, Hose, Schuhe. Wo jetzt erstmal nur der Mantel scheinbar besser war, auf jeden Fall in einiges. Aber sobald man wieder unter 10 Einsicht kommt, was diese Augen da unten sind, unter unseren Blutechos, sobald man da runterkommt, verschwinden die wieder. Das heißt, man muss, wenn man sie dauerhaft da haben will, einfach über 10 bleiben oder halt kommen. Sobald man wieder über 10 hat, sind sie auch wieder da oder wenn man 10 halt hat. So, jetzt können wir da unten lang weiter, genau. Ja, abgesehen davon, dass dieser Mantel einfach mega stylisch ist. Ja, von vorne finde ich den jetzt nicht so Ey, ich herbe. finde den cool. Okay. Jetzt haben wir so einen Haufen Zombies hier Aber da so. hinten. Die sind Der hat dich schon mal alle. gesehen. Pass auf, der hat dich Boah, schon der hat gesehen. voll geschrien, ey. Schreit hier voll rum. Oh, der eine ist aber größer. Boah, der, oh, hinter dir, ja, siehst du, Troll. Boah, hast du gesehen, wie ich den Troll. outgemoved hab, ey? Ja, hast du gesehen, Alter. wie er dir ins Gesicht geschlagen hat? Ja. Richtiger Bastard. Du musst die Waffe morphen, ja, direkt durch zwei durchschlagen. Wie der Jäger, gegen den wir gefightet haben. Er morpht ja immer wieder so rum, um uns auszutricksen. Ja, und dann hätte er uns fast noch gefinisht, ey, indem er unseren Angriff Oh. abgeblockt hat. Während er die ganze Zeit mit so einem HP da rumrennt. Der war echt heftig. Der Ich hasse Typ. solche Ecken. Ja, und dann wärst du jetzt so runtergefallen. Nee, war ja Oh, Kirche, Kirche. Geländer. Kirche. Kirche. Ich Kirche. liebe Kirchen, Boah, guck dir den echt. Kronleuchter an. Kann ich den Ja, abschießen? da unten sind Monster. Nein, da hängt dann zu viel. Außerdem muss ja so ein Monster drunter hängen, was vor allem ausbluten war bei dieser riesigen Blutleiche, die da drunter ist. Aber du hast immer noch nicht hinter dir den Gang überhaupt nochmal Ja, wollte ich genauer sowieso. Ich wollte nur mal kurz reinschauen. untersucht. Ja, okay, ich glaube, da oben konntest du jetzt eh nicht viel machen, außer runter gucken. Und da hinten geht's nämlich jetzt wieder runter. Ah, da oben, oben, Loot, Loot. Oh mein Gott. Hast du fast den guten Loot übersehen? Gut. Oh, Oh, ja, Gegengift. Gegengift. Und wir sind eh voll mit Gegengift. Gegengift kann man wohl hier auch nicht genug haben. Bis jetzt noch nicht. Okay, wir waren jetzt bis jetzt auch nur einmal wirklich vergiftet. Okay, wir sind jetzt schon mal eine Etage weiter unten. Und Loot. Oh, ich höre was. Es schreit, es schreit. Ach, Ah. da. Oh, wollte schon sagen, ich habe doch irgendwas mitbekommen. Kollege, nicht mit mir hier. Boah, wollte ich gerade sagen, ich habe da noch mehr gehört. Ja. Der hat sich in dem versteckt. In Da ist dem noch Versteck. einer. In ihm Ja, guck, hinten. wie viel der dich gezogen hat. Alter. War der irgendwie stärker? Weiß nicht, der hat hier viel. Oh, da kommen noch mehr. Ich glaube, die kommen von unten alle hochgerannt. Ich glaube, da kommen noch mehr. Ja, bleib lieber da. Da schießt einer auf Die mich. kommen, die kommen. Lass sie einfach hochkommen, ja. Er hat gerade aber irgendwas geschossen. Ja, aber der trifft dich von da unten nicht. Ich höre da immer eher noch was schreien. Und nicht nach unten gehen, erst den Loot holen. Loot! Ja, ich wollte nur gucken, ob da was Loot! kommt. Gut, aber ja, kannst ja runtergucken, was unten wartet. Oh, ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass wenn wir da runtergehen, dieses Vieh auf einmal da runterfällt und dann der Boss ist. Ach Quatsch! Wie kommst du denn Vor allem bei darauf? diesem riesigen Ach, Areal. da sind ja noch ein paar. Guck mal, kann man da rechts rumlaufen? Guck mal. Kommen wir da hin? Ist da? Siehst du? Das meinst du? Ah ja, doch, Nee, doch, doch, da. Na, nee, wir oder? kommen hier nicht durch. Lol. Lol. Troll. Zum Glück kann man da nicht klettern in den Ich Game. glaube, ich gehe nochmal eben hoch und gehe dann, guck dann lieber nochmal nach, ob ich da oben irgendwo rumlaufen kann. Also zumindest runterfallen, meinst du? Ja, oder runterfallen, weil ich war ja jetzt Oh, Schluck auf. gerade nur ganz kurz oben, habe rausgeguckt.
Da am Ende, siehst du, da ist Open. Open. Guck mal, über uns? Über uns? Ja. Also so, oh ja, okay, sind auch noch mal ein paar. Ich glaube, da können wir nicht unbedingt hoch. Wege. Aber wir können jetzt einen unter uns gehen. Also einen, da wo wir nicht herkamen, da diese Hüfthohe Lol. Absperrung. Lol. Ja. Ja, noch einen runter. Dann gibt's ja erstmal wieder einen Loot. Oh mein Gott. Hinter dir bestimmt irgendwo. Oder auch nicht. Nee, die sehen mich da unten, die Penner. Boah, da ist sogar Loot auf dem Alter. Naja, ich wette, wenn ich... Ey, ohne Boah, die hauen die sich? Warum rage der so aus? Ach, der versucht mich zu schlagen. Ja, die sind alle unter dir, ey. Die sind nicht die hellsten. Aber das ist schon... Boah, da hinten auch noch in der Tür. Ich schwör's dir, das ist so ein Bossfall. Egal. Ja. Solange der Boss nicht kommt, werden die unten da alle noch sind. Also vier Stück mindestens da unten im Eingang. War es vielleicht doch ein Fünfter? Ja, da hinten steht noch einer. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, direkt one-hitted. Ja, es war ja nur ein kleiner. Da hinten, das er schlägt einfach in der Luft rum. Von dem Rage. Guck erst noch hinter uns, ob da nicht auf einmal noch was ist. Siehste? Siehste? Boah, er macht da mega den Jump. Einfach weg. So, der andere hatte ich jetzt gehört. Oder doch nicht? Ohne Loot. Ohne Tür. Jetzt komm doch. Ja, ich will dich nicht umarmen. Der will kuscheln. Aber so muss ich ihn nie haben. Ja, boah, Alter. Aber trotzdem, hast du trotzdem... Ich hab mich gar nicht geschlagen. Ja, es reicht, dass wenn er dich einfach nur berührt, wenn der Mandel dich berührt, der ist voller Gift, der Mandel. Ja, oh, wissen wir wieder. Das gibt wieder ein bisschen Einsicht, Leute. Aber ich glaube nur einen, ne? Ja, es pro gibt Schädel einen. Ein Einsichtspunkt. Okay, da wären wir runtergekommen. Wären wir hergekommen. Ja, komm. Das, ich schwöre, das ist. Ich, ja, ich geh zum Altar, ja. Geh zum Altar. Sowas von Bossfight. Wenn ich den Altar aufhebe jetzt hier, dass da liegt, dann kommt das Vieh runter. Ach Quatsch, untersuch, los, untersuch. Nein, nicht daraus. Ach, du willst untersuchen. Ritual. Siehst du, ist doch alles cool. Ist doch gar nichts passiert. Oh. Gott sei Dank, ey. Ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. Vor allem noch so ein riesiges Vieh. Aber ja, tja. Ich glaube, ich habe bis jetzt mehr Bossfights in Momenten erlebt, wo man eigentlich sogar noch weniger damit rechnet. Also, die sparen sich wohl Klischee-Bossfights bis jetzt. So, nach dem Prinzip, oh, da muss was sein, was bis jetzt nicht war. Hitchcocks Vögel. Wie er da rumgehackbankt hat. Ey. Aua. Ja, oh, Loot. Yeah. Alles klar. Da unten sieht's auch nice aus. Geht's in die Tiefen. Sieht richtig aus wie so ein Schlachtfeld. Tiefen der Hölle. Hier geht's nach Moria. Wir müssen da unten den Teufel besiegen. Teufel. Boah, schon wieder 7000. Okay, jetzt. Wie viel kostet uns einmal aufleveln jetzt schon? 4400 irgendwas. Ja, das wird lange auch immer teurer. Na, da kann man auch noch lang, da geht's auch noch lang. Jetzt auch noch mal Loot. Ah, warte mal hier. Ah ja, um die Tür aufschließen. Hier kann ich jetzt, ne? Ja, genau. Genau. Haben wir erstmal wieder eine Abkürzung. Guck mal, wie unser Typ die Beine, als würden die nach außen so weggehen, so, Er hat X-Beine. So kawaii. So, jetzt erstmal wieder runter hier. Warte, ich will jetzt aber nochmal irgendwas gucken. Den ganzen Weg wieder so standardmäßig zurückrennen. Oh, lol. Ja, okay, wir sind ja schon da, ja. Und zwar, also okay, da kann ich nirgendwo hin, aber... Ja. Ob ich vielleicht hier irgendwie so... Nein. Nee, kann ich nicht, okay. Hat sich erledigt. Stell dich mal unter den. Nein. Vielleicht kannst du ja an den irgendwas drücken. Ich schwör's dir, das ist ein Boss. Warte, der kommt doch später irgendwann. Ah! Alter! Ja, siehst du, erwischt, ey. Da oh, das ist eine Leiter. Oh, das ist eine Leiter. Wo ist eine Leiter? Wo siehst du hier eine Leiter? Deine Augen sind eine Leiter. Meine Augen sind eine Leiter. Ey, so krank das Vieh. Ja, viel. dann jetzt da woanders lang, genau. Genau.
Okay, ich habe mir aber um echt sein, dass deine Kathedrale schlimmer vorgestellt, dass da jetzt noch krankere Scheiße auf uns zukommt. Hey, das Vieh, was da gerade hängt, das ist doch schon krank genug. Ja, aber es ist ja nicht runtergekommen. Es kommt noch, ich sag's dir. Ja, wollte ich doch sagen. Tarnt sich da. Hinter dir ist auch noch, aber hinter dir irgendwo ist da noch einer aufgestanden. Zack, zack, zack. Okay, zack und zack. Da ist nichts mehr. Ja, die lehnen meistens einfach nur irgendwo gegen und sitzen. Ich hör was, ich hör was. Von da unten muss es irgendwo herkommen. Nee, nee, hier oben ist nichts, aber da unten, wo wir hinwollen. Ja. Oh, ein Wolf. Ich glaube, das ist kein normaler Wolf, oder? Der sieht ein bisschen anders aus, das Ding. Oder? Ich weiß nicht, also... Mir macht das doch den Anschein nach einem normalen Wolf, aber ich weiß es nicht. Ja, ein normaler Werwolf. Ja, wie man das halt so kennt. Ja, Twilight und so. Ach, ah, die beiden, also sind wieder zwei. Ich hoffe nur, der eine hat mich jetzt gesehen. Ja, erstmal. Ah! Ja, hast Glück gehabt, ja. Oh. Also. Oh. Ja. Oh. Okay, Kollege, komm mit. Hier geht's lang. Hier gibt's lecker. Ja, der wird da nicht lang gehen, der darf nicht. Hier gibt's lecker, komm. Ist out of range. Ja. Okay. Die sind jetzt auch schon nicht mehr. Okay, die haben gemeine Angriffe, finde ich immer noch, aber sind jetzt scheinbar vom Leben her nicht härter als solche großen Kapuzentypen. Ja, mach den erst eben. Da siehst du. Oh, eine Tür. Und Loot. Ja, aufgeladener Schlag. Ja, nützt nichts. Gesehen. Ja, zack. Ja, ich finde, man bewegt sich zu langsam, wenn die ausgemorpht ist. Deswegen. Öffnet sich nicht von dieser Seite. Wie immer. Andere Seite. Ja, du kannst springen. Ja, ja, musst du Kreis gedrückt halten und dann, wenn du rennst, nochmal Kreis drücken, dann jumpst du. Wow. Nachher lebt ja niemand mehr. Ist ja Aldianam. Ja, stimmt. Hier soll man ja die Monster ruhig in Ruhe lassen hier unten. Ach, das ist diese. Nein, das ist aber nicht diese Gegend, die, wo er sagte, unter der Kirche gebaut worden ist, oder? Doch, ich glaube schon. Aber wir sind doch nicht unter einer Kirche. Also ich habe gedacht, das wäre eher so richtig unterirdisch dann, aber okay. Und das soll das sein, wo er hier irgendwie so dieser Ritualplatz ist, oder was? Wo er so erzählte, der eine Jäger. Ich glaube, soweit schon. Na dann. Gucken wir mal, was für Rituale wir eventuell noch finden. Vielleicht finden wir den Heiligen. Oh, oh mein Gott! Oh shit. Oh, du Scheißwolf, ey. Alter Schwede. Ich wollte erst sagen, ja, geh mal hin, mach mal Tür auf. Ja. Oh mein Gott, ey. Kommt das Ding da einfach rausgejumpt. Oh, hi. Alter, ey. Guck einmal unten, oder? Herzinfarkt des Todes hier wieder. Ja, das ist echt miese. Immerhin war es keine Fahrstuhltür, die ist viel schlimmer. Ja, die Fahrstuhltüren. Nur kaputter Boden. Noch mehr, aber hier links kannst du rausgehen, gucken. Oh, ich höre was. Ja, wusste ich doch. Blutscherben. Und wir haben herausgefunden, dass wir unsere Klingenwaffe nur noch mit so neuen Sachen aufwerten können. Also nicht mehr diese Blutscherben. Wir brauchen dafür jetzt schon wieder was Neues. Da nämlich dieses... Diese Edelsteine, den neuen, den wir gefunden haben, nämlich nur auf den letzten Slot ausgerüstet werden kann, wodurch wir aber dann dementsprechend auch dieses neue Material brauchen. Ist das eine Abkürzung? Ich bin noch von da oben runtergefallen. Stimmt, ja. Da hinten geht jetzt komplett zum Anfang zurück. Oh nice, jetzt haben wir wieder richtig gute Abkürzung gefunden. Ja, aber richtig abgekürzt. Ja, wie lernt man immer abrollen, Leute? Um den Fallschaden so gering wie möglich zu halten. Brecht euch nur noch die Arme dabei. Und die Schultern und Rücken. Hauptsache die Beine sind intakt. Ja.
freilich so rum. Wie die Ausdauer nicht reicht für noch einen zusätzlichen Schlag, um den dann so gesehen einer Combo. Man muss immer kurz warten. Noch ein Wolf. Ja. Au. Oh. Oh, ja. Okay, das ist jetzt schon härterer. Und der vergiftet sogar. Ja, okay, aber war trotzdem nicht allzu schwer. Ja, aber härtere Angriffe. Ah, geh weg, häng dich an mir dran. Ich weiß, du liebst mich, aber... Wolfi, nein, Wolfi. Oh, endlich mal wieder 10 Kugeln. 10 Muni. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, die Schrotpistole oder so ist schon nice, aber man verbraucht zu viel Muni und wir finden gerade so wenig nach. Ja, runter, ne? Ja, geh ich sofort. Ja, da hinten geht's ja weiter. Siehst du da rein? Ja, dann bin ich jetzt wieder gleich hier hinten. Hätte ich mal vorhin. Oh, was stand da? Bestienblut? Bestienblut, oh mein Gott. Da oben. Bestienblut-Tablette. Ah, pass auf, Monster! Oh mein. Ja. Alter. Du scheiß Wolf. Ja. Da will man nur kurz was nachgucken. Bestienblut. Ja, wir sind von da gekommen, ne? Wir sind nur nicht nach links gegangen. So. Bestienblut-Tablett, riesige Arzneikugel, die kurzzeitig Bestientum verleiht. Haha, lol, wer mutieren wir dann? Fuck? Ich glaube, wir mutieren dann bestimmt oder so. Unklaren Herkunft verboten, darfst nicht nehmen, ja? Wenn du auch religiös bist, darfst nicht nehmen. Saram. Oh, das hört sich geil an. Das will ich ausprobieren, aber ich glaube, das mach ich erst bei einem, machen wir erst mal bei einem Boss. Ja, genau, beim Boss, damit du nicht weißt, was auf dich zukommt und du dann einfach tot bist. Beste, ach, beste Quatsch. Taktik kennt man so. Da stand, dass wenn ich das benutze und das Blut der Gegner auf mich niederregnet, ich durch Stärke und Euphorie auf dich niederregnet, bist du richtig so in Ekstase, wenn das Blut auf dein Gesicht strömt. Ich feige mich in Ekstase. Ja, ich ohrfeige mich in Ekstase. Dann singe ich erstmal. Oh. Oh ja, da geht's jetzt los, Alter. Oh. Da geht's los. Aber ohne Witz, sie haben doch da irgendwas gemisst, weil. Ach egal. Egal. So, Leute, wir machen dann hier bei der Folge wieder mal so schön Cliffhanger-mäßig, wenn es spannend wird und so richtig gruselig und nice, deep und böse aussieht. Yeah, jetzt erstmal Schluss. Und sagen dann mal bis zur nächsten Folge. Bloodborne bei den Gamer Neighbors mit mir, den Sebastian und dem Fabio. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.